Willkommen auf der Fläche. Hier im Einsatz der neue Vredo Selbstfahrer Dreiachser. Moin Moin und willkommen zum erneuten Video auf meinem Kanal, zum erneuten Agro-Vlog. Ja, ich befinde mich gerade in der Nähe von Osnabrück, also in Niedersachsen. Und heute gibt es mal wieder was Schwarzes, allerdings kein Fan. Muss ja auch mal ein bisschen Abwechslung drin haben. Heute gibt es John Deere, einen schwarzen John Deere. Ja, das klingt ja schon mal nach dem Lohnunternehmen Hackstedt oder auch Hackstedt. Ich bin mir echt nicht sicher, wie ich das aussprechen soll. Ja, bei denen gibt es einen John Deere 8R 370. Ja, am Namen hört ihr ja schon, dass das ein neuer ist. Hackstedt hat eigentlich alle Maschinen schwarz. Ja, tatsächlich waren sie das erste Unternehmen, was in Deutschland einen schwarzen John Deere bekommen hat. War damals so 7R. Mittlerweile haben sie natürlich einige 6R, 7R und eben auch 8R in schwarz. So, Moment. Moin! Moin! Jo! So, da wurde ich kurz unterbrochen. Kam mir ein Zubringer entgegen, aber von einem anderen Unternehmen. Ja, Grüße gehen raus an den Fahrer, der kam auch direkt vom Trecker. Kurz mal geschnackt. Weil er mich kannte. Da merkt man auch mal wieder, wie viele Leute man eigentlich erreicht hier mit den ganzen Videos und Bildern und so weiter. Hier ist auf jeden Fall viel John Deere vertreten in der Gegend. Liegt auf jeden Fall an Revo, denke ich. Ja, aber schockt. So, Parkplatz gefunden, ich bin angekommen. Da ist eine ungefähre 10 Hektar Fläche hier. Ich packe erstmal die Kamera aus, mache nur Bilder. Weil bei 10 Hektar braucht man nicht alles mitschleppen. Erstmal nur Bilder machen vom Boden, Drohne und sowas, ist alles noch im Auto. Ja, ich habe ja ein bisschen mehr Zeit. Mal gucken, wo wir danach noch hinfahren. Mal schauen. Ja, wie gesagt, 8R370 in komplett schwarz und Wienhoff 30 Kubikfass auch in schwarz plus Vogelsanggestänge. Und neben diesem Zubringer fahren noch 6 weitere Zubringer, 5 Schlepper und 2 LKWs, auch gemietete Fahrzeuge dazwischen und eben die eigenen. We'll be right back.
mal weiter in Barkum. Hier geht's zum Barkumer Agrarservice. Ja, mit einem schwarzen Xerion 4200 Sattel-Truck mit Zunahmeaufbau. Hier nochmal die Schlitze. Leider gibt es hier ein paar Probleme mit dem Pumpen, weshalb ich bezweifle, dass ich noch zu Drohnenaufnahmen komme. Daher zeige ich euch das mal so mit der Vlogger-Kamera nochmal schnell. Angekommen auf der Fläche, hier im Einsatz der neue Vredo Selbstfahrer Dreiachser mit 30 Meter Bomech-Gestänge. Das Ganze ist tatsächlich eine Auftragsarbeit für Bomech, also eine Videoproduktion besser gesagt. Und gar nicht so weit weg wie von der ersten Location, allerdings fast anderthalb Wochen später. Ja, hat sich jetzt so ergeben und da dachte ich, packe ich nochmal mit in den Vlog rein. Ich habe sowieso viel zu viel Videomaterial, deswegen habt ihr erst noch Agralo Müritz und Co. gesehen und jetzt eben das Video. Ja, und da dachte ich, nehme ich den neuen Vredo nochmal mit rein. Da gibt es dann auch nochmal ein paar schicke Aufnahmen. Vor allem mit dem 30 Meter Gestänge ist das natürlich schon ziemlich geil. Schafft auf jeden Fall. Leider sind hier nur zwei Zubringer am Start. Eins mit dem Wienhoff-Fass und Masse Ferguson. Und ja, ist ein bisschen Standzeit, muss man zugeben. Aber ja gut, ich habe ja Zeit. Vielleicht gehe ich heute sogar noch weiter, dass ich das ausnutze, wenn ich hier bin. Aber das weiß ich noch nicht genau. Mal sehen. Ich habe schon alle Aufnahmen eingefangen eigentlich. Ich wollte jetzt noch mal ein paar Bilder machen. Mal sehen, was ich da noch mal hinbekomme. Das Wetter ist auf jeden Fall top. Wir haben um 8 Uhr angefangen hier zu drehen. Schön bei tiefstehender Sonne, blauer Himmel. Jetzt mittlerweile haben wir bald schon, ich weiß nicht, 13, 14, 15 Grad. Das soll heute 22 Grad werden. Ich werde noch mal mit der Kamera ein paar Bilder schießen. Wie gesagt, 30 Meter Gestänge. Der Vredo selbst fasst übrigens 32.000 Liter Gülle. Da hinten kommt der Zubringer. Das ist ein 6R mit einem Schömer-Fass. Sieht man auch nicht oft. Das ist tatsächlich eine Firma hier aus der Gegend, aus Diepholz. Habe ich gerade erfahren. Die haben ursprünglich mal Lokomotiven gebaut. Jetzt bauen sie Fässer. Warum auch nicht? Das fasst 28 Kubik. Willkommen Leute, wir stehen hier heute auf dem Getreidefeld im Kreis Diepholz. Mein Name ist Martijn Hohmann von der Firma Bomech aus Holland. Wir sehen auf dem Hintergrund ein Vredo 7138 mit einem 30 Meter Bomech Schleppschuhgestänge. Weiterhin ist der Maschine ausgestattet mit einem hydraulischen Hangausgleich, somit der am Vorgewende und am Boden optimal anpasst. Und somit das Gestänge, sagen wir mal, unabhängig vom Selbstfahren und vom Fass bewegen kann, damit die Kräfte vom Schleppschuhgestänge nicht am Selbstfahrer übertragen werden. Die Gülle wird verteilt über vier Alrena Schneidverteilköpfe. Alrena ist ein Produkt von Bomech. Das sind unsere Schneidverteilköpfe, die sorgen für die Querverteilung der Gülle über die vollständige Arbeitsbreite der Maschine und weiterhin sind die Alrena Schneidverteilköpfe ausgestattet mit Schneidmessern für das Verarbeiten von strukturreicheren Gülle.
große Vorteil von unseren Schleppschuhverteilern ist, dass wir arbeiten mit einem aktiven Druck auf die Kufen von 10 bis 14 Kilogramm, je nachdem. Und mit diesem aktiven Kufendruck wird die Gülle tatsächlich abgelegt am Boden und sogar ein bisschen im Boden, womit die Gülle da abgelegt wird, wo es verwendet wird, direkt an den Wurzeln der Pflanze.